Hallo zusammen, in der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch unsere neue Spirale zur Köderfixierung vorstellen, sprich auch Baitscrew genannt. Erhältlich in 5 verschiedenen Größen, 8mm, 10mm, 18mm, 2cm und 4cm, wobei die 8 und 10mm ideal geeignet sind für kleine Forellen und Barschköder, sowie die größeren in 18mm etwa für Gummifische ca. 10 bis 12 cm. Und dann die größeren einfach für Gummis, für große Hechtköder für 15 bis 20 cm. Die kleinen werden geliefert in so einer praktischen Plastikbox und die größeren dann in einem SB-Päckchen. Die 3 kleineren Varianten sind immer 10 Stück im Päckchen und bei den größeren 5. Kurz zur Montage selbst, das zeige ich euch mal hier kurz. Hier haben wir jetzt so eine 18mm Spirale und einen 9cm Gummifisch. Einfach vorne einschrauben. Dann beispielsweise jetzt hier einen Offset-Haken verwenden, der kommt vorne durch die Öse, wird hier aufgezogen, wird im Gummifisch platziert, zeige ich euch kurz. Und hier der Vorteil definitiv, wenn man hier, wie ihr sehen könnt, wenn man hier eine Spirale verwendet, anstatt den Gummifisch selbst auf dem Offset-Haken aufzusehen, ist er haltbarer, sprich viel langlebiger, er geht nicht so schnell kaputt. Viele Gummifische reißen vorne ein, wenn man die mehrmals auf dem Haken aufzieht. Und mit so einer Spirale hier verhindert ihr das einfach. Ein super Halt, kann in verschiedene Positionen geangelt werden, auch natürlich in verschiedene Montagen. Hier habe ich mal ein Beispiel mit einem Offset-Hook und einem Tungsten-Chiburaska-Blei montiert. Einfach ein super Spiel dabei und versucht es einfach mal aus, angelt mal mit so einer Spirale, mit einem Vorschaltgewicht oder einfach auf freier Leine mit Offset-Haken oder mit Chiburaska oder wie ihr auch immer wollt, je nach Angelbedingungen. Erhältlich sind die Spiralen ab sofort bei eurem Tackle-Dealer. Probiert es mal aus und viel Erfolg am Wasser.